Dankeschön. Nach einem Erlebnis, was wenige Autoren zuteil wird, mit 73 etwas zu erleben, was mit 100 sich garantiert nicht ereignet. Ich habe es manchmal empfunden, wie Probe liegen, ich sage ein bisschen gucken, wie es gewesen wäre, wenn später was nicht sein wird. Ein großes Dankeschön, dass Frau Berner aufgeschlossen war, so eine Ausstellung zu wagen mit einem Lebenden. Und ein Tag vor Schluss ist mir feierlich, aber auch schon ein bisschen weinerlich, dass all das wieder eingesammelt wird, wieder zusammengequetscht wird, so wie ein Brühwürfel. Das Schöne war hier, das Einzelne, was ich bewahrt hatte, was ich geschrieben hatte, das war wie Samenkörner aus der Tüte. Die konnten hier keimen, die konnten hier aufblühen, die konnten hier wie Kürbisse reifen. Ich habe manchmal die Ausstellung empfunden wie den Altar einer Kirche zu Erntedankfest im September. So. Aber als geborener Bavarer war für mich das eine besondere Freude. Das Kindheitssofa oder Jugendsofa, auf dem der Vater Radio hörte, Hörspiele. Er schlief nach 10 Minuten immer ein nach dem Abendbrot und hatte den Vorschlag, ich saß daneben, wollte Schularbeiten machen, versuchte das Radio auszudrehen. Er wachte immer auf. Warum machst du den Radio aus? Muss ich wieder anschalten. Trotzdem versuchte die Schularbeiten zu schaffen. Aber irgendwie ging es. Friedliche Koexistenz, schnarchende Koexistenz. Irgendwie ging das ja. So, jetzt, ich habe mir für heute überlegt, in der Schulzeit, ich weiß nicht, ob ihr euch das groß gewusst habt, dass ich die sächsische Nachgeburt einer masurischen Müllers- und Landwirtsfamilie war. Das spielte keine Rolle. Flüchtlinge waren hier selten, die waren meistens an den Westen gelandet, weil die in Schleswig-Holstein ausgeladen wurden, wenn sie von Ostpreußen kamen, dann bis runter nach Sachsen, bis Bayern verteilt. Aber in unserer Familie wurde Lichtenstein erwartet von einem jungen Müller, Generationsgefährte meines Vaters, das heißt junger Müller, die waren beide um die 40. Aber die hatten sich kennengelernt auf der Müllerschule in Dippoldiswalde bei Dresden. Ernst Hennig vom Scheller und mein Vater aus Upalten, der, obwohl Klassenbester in Königsberg, kein Abitur machen durfte. Väter waren früher sehr nicht so förderlich. Die hatten Angst, dass sich die Kinder der Scholle entfremden und vielleicht noch studieren wollen. Da musste eine Regel vorgeschoben werden, er musste runter ein Jahr vor Schulende und sollte einen Beruf lernen. Ist ja nichts gegen zu sagen, aber ich hätte doch gedacht, dass er den Beruf selber wählen durfte. Nicht mal das. Er wollte Förster werden. Was sagte mein Großvater, auch Richard Petras? Das heißt, der Förster, du wirst Müller. Müllerschule, die wollte es weiter, die beiden lernen sich kennen, freundeten sich an. Als der Krieg kam und für Deutschland, muss man leider sagen, oder für Deutschland zum Glück negativ, sonst hätten wir heute ein narzisstisches Europa, es wäre ja furchtbar. Man muss mit klarem Kopf die Niederlage wünschen. Das haben unsere Großeltern und ich ja nicht geschafft, aber ich glaube, wir können das verstehen. Egal. So, und da waren natürlich die Russen viel schneller in Ostpreußen als die Amerikaner, die Helden der letzten Monate in Sachsen und in Thüringen. Und so traf meine Mutter im März 1945 ein mit 3 halbwüchsigen Kindern zwischen 10 und 12 Jahren auf dem langen Weg, der Fluchtweg ist dort nachzuvollziehen, von Masuren, von Seengebiet bis in die Gegend erstmal von Danzig, Dingen über das frische Haff, wo die Pferdewagen reihenweise einbrachen und versanken, das Eis war brüchig, mit einem Minenruinboot bis in die Danziger Bucht. Das dauerte einen Monat, im Januar 1945, frostklirrend. So, und dann der Restweg von Danzig bis Binneberg bei Hamburg dauerte nur noch 2 Tage, da war keine Front mehr. Ne? So, das als Vorbemerkung und ich möchte auch zur Einstimmung, sonst lese ich nur Gedichte, und zwar die hier aushängen. Ich übertreibe es nicht, lieber die auch aushängen. Es kommt ja hinzu, für jeden noch ein Foto. Das war die wunderbare Idee von Frau Berner, den Gedichten ein Foto zuzugesellen. Und das gibt die Möglichkeit, dass das Gedicht in dieselbe Richtung spricht, also das Bild oder es kontert. Bei dem Gedicht Laufpass, der Laufpasskrieg, also das ist geschrieben 2 Jahre nach dem Verlust meiner einzigen Arbeitsstelle. Mit 33 bin ich 1979 entlassen worden, seitdem freiberuflich. Das war ein Tiefpunkt des Lebens, ein Schwellenpunkt. Daneben, das habe ich daneben gestellt, ein Gedicht von einer Preisverleihung, also die geheilte Wunde. Ja? Erst die Ohrfeige und entlassen und dann aber wieder auch eine Ehre. Ne? Eine ganze Vitrine gibt es hier mit viel der Ehre, zu viel der Ehre. Egal. Ne? Und das könnt ihr mal gucken. Manchmal ist es dasselbe, manchmal ist es das Gegenteil. Ganz am Ende, wo das glückliche Liebespaar steht, meine mit 44 Jahren später gestorbene Frau
da haben wir meinen Bruder besucht in Havelberg, der dort einen kurzen Wehrersatzdienst machte, nur 6 Wochen. Und ein glückliches Bild am Rand der Havel. Das Gedicht aber ist, wo ich ihr Grab besuche. Die ist mit 44 schon an Krebs gestorben. Na gut, ich kann zum anderen Gedicht nicht so viel reden, das reicht die Stunde gar nicht. Aber zu einem, ich möchte anfangen mit einem kurzen Erinnerungstext. 1991 geschrieben. Da gab es eine Veranstaltung in Berlin mit Autoren aus 2 zerrissenen Ländern, nämlich Deutschland und Indien. Das Indien ist ja geworden, Bangladesch und was noch alles, Pakistan, das war früher mal 1. Und dann sollten die Autoren sich begegnen aus Deutschland und aus dem gespaltenen indischen Raum. So. 1991 geschrieben, aus diesem Anlass, aber immer noch aktuell. Und ich möchte das zur Einstimmung vorlesen. Ich war 23, als wir hinfuhren, 1969. Rolle rückwärts. Als ich im Sommer vor 22 Jahren an der Seite meiner ursächsischen Freundin, als mein Geburtsstädtchen am Nordrand des Erzgebirges, mit der Eisenbahn an die masurische Seenplatte fuhr, war dies die Ferienreise eines deutschen Liebespaars. Zugleich war es mehr, ein Pilgern zu den Wurzeln. Denn sowohl mein Vater als auch meine Mutter entstammen dieser Endmoränenlandschaft nördlich von Warschau und südlich von Königsberg, als deren Urbevölkerung das von den deutschen Kreuzrittern aufgeriebene Baltenvolk der Prutzen gilt. Ein Lebensbaum, den mein jüngerer Bruder zu unserer Belehrung und Erbauung zeichnete, reicht bis in die Jugendzeit Goethes. Während seine Familiennamen wie Kirschnik und Ross, Zbezny und Mecklenburg-Vorpommern das Neben- und Miteinander von Slawen und Deutschen bezeugen, klingen mir aus Ortsnamen wie Gurken, Rudowken und Jijorken masurische Gemütlichkeit und Sanftmut. Diesen Menschenbaum kannte ich in jenem Sommer noch nicht. Nur wenige Namen aus dem Mund der Eltern, deren Erzählungen über die kriegsversunkene Heimat in meiner Kinderseele den Wunsch keimen ließen, eines Tages diese fernen, nun in Polen liegenden Wiegendörfer mit eigenen Augen zu schauen. Martinshagen, Kampen und schließlich Upalten, wo mein Vater auf einem Mühlenhof wirtschaftete und in den 30er Jahren meine älteren Geschwister geboren wurden. Um es kurz zu sagen, in die Heimkehr des fernab geborenen Sohnes mischte sich ein beklommenes Gefühl. Die Angst 1969, die Angst zu stören, zu verunsichern, wie einer zu wirken, der gekommen ist, Ansprüche geltend zu machen. Gegenüber denen, die aus anderen östlicheren Regionen verdrängt, nun hier ihre Ersatzheimat gefunden, Kinder gezeugt und schon Gräber zu pflegen hatten. So wiederholte sich hier, 800 Kilometer nordöstlich unserer Nachkriegsexistenz, das Gefühl meiner gespaltenen Identität. Dort, in der neuen Heimat, nicht heimisch, hier in der alten, fremd. Trotzdem bleibe ich durch die Familiengeschichte geprägt. Ich bin eben nicht Sachse, sondern in Sachsen geborenes Kind einer ostpreußischen Flüchtlingsfamilie. Hat in der Schule keine Rolle gespielt, war sehr dankbar. Ja? Nie wurde das nicht einmal Thema in den ganzen 8, auch nicht in den 12 Jahren. Aber jetzt nach so vielen Jahren wird mir das wichtig, wo ich jetzt in das Sterbealter meiner Mutter komme. Die starb eine Woche vom 75. Ich bin 73. Es kann ernst werden, es kann auch gut gehen. Wird Zeit, sich zu erinnern. So, jetzt geht's los mit diesen 10 Gedichten. Wir haben die Schwelengedichte genannt. Gedichte, die wichtig sind. Irgendwie, wo etwas endet, etwas anfängt. Oder aber so wichtige Figuren wie die Eltern, die auch generationsfremd sind. Ne? So, das hat mir geholfen. Aus der Fülle der Gedichte, die ich mag. Ich bin ja ein Hirte. Ein Hirte liebt alle seine Schäfchen. Ne? Und mich freut es, wenn jemand anders sagt, das Gedicht hat mir aber gefallen. Das ist das Schäfchen gestreichelt. Das Beste ist, wenn jedes Schäfchen eines Tages von einem gestreichelt wird. Dann sagt mir ruhig, wenn euch von 10 eins gefallen hat, ist wieder ein Schäfchen gestreichelt. Würde mich freuen. So, das erste Gedicht, das am weitesten zurückreicht, heißt Fluchtpunkt. Es ist das einzige Gedicht über Liechtenstein, das ich je geschrieben habe. Und erst 1980, da war schon 34. Aber es ist mir sehr wichtig und es ist am Anfang des Rundgangs. Fluchtpunkt. Die Vaterstadt. Punkt auf der Flucht.
vom Kriegsgott für mich ausgesucht. Die Front verschlang das Hinterland, Eisen pressten Fäuste ihr Pfand. Wer ohne Habe hierher kam, dem sah man's noch den Kindern an. Nach stummem Leid ein stummer Frieden, der Bruder war nicht beschieden. Ohne aller Eltern Grab spricht sich leicht das Pfahlrecht ab. Die Zunge, die mir Grund erwirbt, pflügt den Himmel, der schon stirbt. So, dann kommt ein Gedicht über meine Mutter. Ich habe über beide Eltern Gedichte geschrieben. Für den Vater, das war schwer, das wurden drei, weil er war mir am Weg, er wollte mich ja nicht auf die Oberschule lassen. Nach Zyklus sollte gleich ein Beruf, ja, in 8 Klassen. Wieder das Stoppen des Sohnes, was er selbst erfahren hat. Aber ich war schlauer als er. Ich habe den stärksten Verbündeten nach Hause geschickt, den Klassenlehrer. Herr Jacobi, erinnert euch, Klasse 7? Ne? Herr Jacobi, der ein Jahr später in Westen ging, oder ein halbes Jahr später, aber die gute Tat hat er noch getan. Er kam zum Hausbesuch und mein Vater, nach innen ein Tyrann, war nach außen ein Schwächling. Nach 5 Minuten, aber ja, Herr Jacobi, selbstverständlich, Herr Jacobi, zum Beispiel auf der Oberschule. Wenn er den mühsamen Weg gegangen ist, der ungeliebten Müllerlehrer und so weiter. Ne? Aber ohne all das wäre ich nicht hier. So, jetzt haben wir das Gedicht. Wir fangen mal mit meiner Mutter an. So, das ist im... Die Lesezeichen sind da. Ja, die Mutter, eine gelernte Lehrerin, Landlehrerin, die nur ein Jahr unterrichten brauchte, von 33 auf 34 bis zu ihrer Heirat, die brauchte nicht groß als Nazi-Lehrerin auftreten. Ostpreußen war ziemlich nationalsozialistisch. Die Außenländer sind meistens, ja, auch der Elsass. Es wurde eine Universität gegründet im Elsass, die war furchtbar. Die war narzisstischer als alle Innendeutschen. Furchtbar. Und bin ich so froh, dass sie 1934 durch Heirat dem Schulwesen entzogen war. So, aber später förderliches Wesen, immer, wenn die das wollten, so sachte den Rücken geschoben, der Vater immer stoppen wollte. Was musst du Bücher kaufen? Es gibt Bibliotheken. Was wirst du reisen? Wohin wirst du reisen? Mit der Hand über den Dubs. Immer das, was wir wollten, entwertet, und er hat die Zukunft verschoben. So, aber die Mutter glich das aus, aber das war das Spannungsfeld zwischen Entmutiger, Vertröster und Ermutigerin, die Mutter. Und es geht auch weiter. Die Mutter war eine Bewahrerin, die alles aufhob, was für die großen Geschwister vielleicht 10 Jahre später von den Nachzüglern getragen werden konnte. Unser Schlafzimmer war ein von einem Tischler gebautes Brett mit Stapeln von Kartons mit so Sachen, in die wir hineinwachsen sollten. Auf das Konfirmationsbild, wo mein Vater steht, ist ein umgearbeiteter Konfirmationsanzug meines älteren Bruders, kein neuer. Das sieht man aber alles gar nicht. So. Aber mit der Mutter war ich eins, da reicht ein Gedicht, um irgendwie meine Herzensnähe oder meine Herzensschuld abzutragen, ne? Zu finden und abzutragen. Meine Mutter. Meine Mutter war arm. Ihre Armut war eine Last. Aufgeladen hat sie, was du fortgeworfen hast. Meine Mutter war treu. Drin ist sie nie gereift. Sie hat meinen sterbenden Bruder übers Fluchtfeld geschleift. Meine Mutter war stark. Täglich ist sie auferstanden. Bei einem Bauchtyphus kam sie mir fast abhanden. In ihrer Gottesfurcht hat sie Gott übertroffen. Ihr sturer Zukunftsglauben lässt auch mich noch hoffen. Ihre Kreise schrumpfen, sie geht eine Todesspirale. Das macht, dass ich die Welt sich verfinsternd male. Meine Mutter ist krank, ihr Sinn ist trüb wie der meine. Wer nach der Krankheit fragt, dem sage ich Schädelsteine. Ich bin meiner Mutter Sohn, ich hebe ihr Leben auf, sitze und wälz fremdes Wissen den Berg meines Unwissens auf. So, jetzt kommen gleich 2 der 3 Vatergedichte. Vom ersten erzähle ich bloß. Das erste schrieb ich, als ich 27 war. Da hatte ich nur ein Mitgefühl mit seinem schweren Leben
und das Gefühl, dass unterm Strich nicht viel war. Mehr Verlust als Gewinn, mehr Demütigung als Ermutigung, mehr Enttäuschung als Erfolg. Aber mein Vater, und das endet mit der schönen Bemerkung, Vater, dein Wunsch einmal fliegen, was sind denn die Hände so schwer? Aber dann habe ich ihn entdeckt, ein paar Jahre später, als Lebenskünstler. Und das ist ja viel interessanter. Wieder die Misere, immer zweizeilige Strophen. In der ersten Zeile die Misere, in der zweiten Zeile das kleine Aber, das Gute, was es trotzdem gab. Immer wieder, gegen Ende muss es sich drehen, damit er merkt, dass Schluss ist. Ne? Die Kunst zu lieben, für meinen Vater, 1980 geschrieben. Die Unfreiwilligkeit des ersten Atemzuges, die Schläge der Hebamme, aber das Zweihügelland voll süßer Milch, das salzbestreute Butterbrot, der Granatsplitter, der ein Augenlicht löschte, aber das verborgene Wunder eines dritten Ohrs, das von den Schultern geworfene zu viel des Wenigen, aber der Schrank erspart durch das dunklere Mehl, die Hundepeitsche der Arbeit als Kistenschlepper, aber das Kreuzworträtsel in der Früh, das unter dem kalten Strahl gemurmelte Eichendorfgedicht. Die über und über Krücken fliegende Dummheit, aber die Freuden des ungebundenen Geistes, der wogende Männerskat. Der im Januar entdeckte Hasenbiss am Apfelhalbstamm, aber der gereinigte Nistkasten für den Trauerfliegenstamm. Die kleinlaute Aufgabe des drückten Gartens, aber der Heckenschnitt bei der Nachbarin, der Kompost des Pfarrers. Aber das lebenslänglich ängstlich verhütete Wort Liebe. Gerda, Alfred, Bernhard, Anita, Ernst, Richard, Martin. Die Enge der letzten Kammer, die sich schließt wie ein französisch geschriebener Brief. Der stillstehende Mond, die Sterne, ihre Augen. Ja, jetzt kommt das dritte Gedicht, in dem wage ich mich mit meinem Vater zu vergleichen. Erst im dritten war ich so weit, dass ich mich auf Augenhöhe sah. Das ist ein Foto am Tag der Konfirmation. Da steht mir vor der Eingangspforte der Gartenanlage Ober Kepler-Schlucht. Ich habe umgearbeitet mit Konfirmationsanzug des Bruders. Augenhöhe gleich, aber da schaut das Vatergesicht an. Ein mächtiger Kiefer, ein strenger Kopf, ein Muskelmann. Ne? Und das zarte Jüngelchen, ich. Selbe Größe, aber eigentlich ein Hämpfling. Aber ich wage mich jetzt mit dem Gedicht zu vergleichen, das wurde es ja dazugestellt. Ne? So, und jetzt muss ich schnell haben. Der Gartenweg heißt es. Hier ist schon der Zettel. Ja. Schlossberg hoch, der Prinzessweg, Kleingartenanlage, obere Kepler-Schlucht. Verschwunden durch die Landesgartenschau. Anfang der 90er, die Lichtenstein sehr vorangebracht hat, aber die Gartenanlage musste da glauben, die war nicht historisch. Das Palais hatte ja keinen Kleingarten als Anschluss, sondern vielleicht einen französischen Park, vielleicht gibt es einen Klein dort und einen englischen Park. Ja. So, aber wir sind oft eben die Treppen hochgerannt, der Jungs, oder den Berg hochgerannt und dann durch den Wald, bis in den spätbekommenen Schrebergarten. Man musste genauso lange warten wie am Auto, 10 Jahre, bis mein Vater ein Schrebergarten hatte, vielleicht mit 60 bis 70 hat er den Betrieb dann hat er wieder aufgegeben. Ne? So, aber es reichte für diese Erfahrung dieses Textes. Der Gartenweg. Heute Morgen ging ich durch den Vaterwald. Es war sein Gartenweg. Nicht gleich ich ihm, in seiner Kraftgestalt, doch seiner Art ins Grün zu sehen. Und seiner Weiß den Mund zu spitzen. Und nach getanem Werk bei mir nur Zeilen jäten, nach einer Weile untätig auf einer Bank zu sitzen, wie ein Taugenichts. Die Zeilen, die er murmelnd aus dem Versbauch hob, hat er vor Jahrzehnten schon verschlungen. Nun stiegen sie gereinigt aus den Seelenschichten. Ich indessen lese mir, um zu sichten, was schon geschrieben steht, Neues zu ersinnen, aus alten Fäden
anderes Garn zu spinnen, Poetlatein. Wie mein Vater gehe ich heim, zu Stuhl, zu Tisch. Doch misch ich neu des Spieles Karten. Er legte fröhlich los am Wasserbecken und am Ofenloch. Ich, Verdrießlicher, muss länger warten und werde dafür selten reich belohnt. Ist dies die Wurzel, die im Sohne wohnt? Ist die Wehmut, Mutter, her? Ihre Tränen mildern mit dem Blick und schicken mich ein Stück den Kinderpfad, das Küchenlied zurück bis hin ins Eichendorf, da beider Wiege stand, bewegt in einem leisen Lied, das sie sogleich verloren. Nun sprudelt manches vor. Ich bin der verlebte Schwamm und bin der krumme Stamm, der in den Blättern rauscht. Dünner meine Arme, dick der Bauch. Wenn auch, heute ging ich durch den Vaterwald. Es war sein Gartenweg. Ich saß mit spitzem Mund und hab gelauscht. Ich war ein Spätentwickler, das habt ihr vielleicht nicht so gemerkt. Der erste Kuss mit 17, ich wusste nicht, wie das geht. War auf dem Heimweg von der Tanzstunde, mitten auf der Straße vor unserem Haus. Es kam eine Stunde lang kein Auto. Und bei der Tanzstunde ein paar Tage, meine kurzzeitige, aber liebe Freundin, habe ich das ganze Gesicht nass geküsst, weil ich gar nicht wusste, wie das richtig geht. Das war nur Instinkt. Aber eine schöne Erinnerung. Später habe ich Küssen genießen gelernt. Aber damals, ich wusste nicht, ich kann mich nicht erinnern, einmal geküsst worden zu sein von meinen Eltern. Ostbrüche Bauern machten das nicht. Das machten Kleinstädter oder weiß nicht, oder Intellektuelle, keine Ahnung. Und auch ich habe meine Eltern sich nie küssen sehen. Also es war einfach eine unbekannte Terra Incognita. Ne? Aber kein Problem, nur vorübergehend. Dann habe ich ein Weihnachtsgedicht zu lesen. Das heißt Honighut. Wenn ich schnell finde, muss das hier drin sein. So. Ja, 1992. Für mich ist das kein Problem. Für mich sind alte Gedichte, wenn ich sie mal mag, nicht alt. Ich habe einen Gegenwartsbegriff. Gegenwart ist der Tag, vom Tag meiner Geburt bis zum heutigen Tag. Was davor ist, ist Vergangenheit. Und Zukunft ist, was morgen kommt. Und darum entleidet mich nichts so sehr. Ich habe Schwierigkeiten, mich zu erinnern, ob etwas 10, 20 oder 30 Jahre war. Da muss ich mich sehr am Kopf kratzen, manchmal sogar nachgucken. Ne? Und darum ist dieses Gedicht, ja, auch Honigbrot mit 26 Jahren, 27 Jahre, für mich wie 5 Jahre alt. Ist so. Ist vielleicht eine Besonderheit meiner Festplatte oder was auch immer. Honigbrot. Ja, ich muss die Vorgeschichte erzählen. Natürlich wollte ich kein Weihnachtsgedicht schreiben, wie wir es so gelernt haben, aufzusagen. Mein Vater hat jedes Jahr ein Weihnachtsgedicht verlangt, was wir irgendwo uns beschaffen und vorgetragen haben. Und ich erinnerte mich, wie ihr euch erinnert werdet, Weihnachten war immer eine riesige Völkerwanderung. Alle Kinder fuhren zu den Eltern, aber auch die Großeltern wieder zu den Kindern und Geschwister zu den Schwestern, zu den Brüdern. Fast niemand sollte allein sein. Ne? Wir haben manchmal eingeladen, einen unverheirateten Fotografen, aber erst am nächsten Tag zum Gänsebraten. Irgendwie war das doch nicht gewohnt genug. Aber wenigstens am ersten Feiertag, das war nahrhafter als das Heiligabendessen, was ja bei den Protestanten spartanisch ist. Sauerkraut, Kartoffeln oder Würstchen, irgendwas, Kartoffelsalat. Gut, also jetzt. Und ich erinnere mich also an diese Völkerwanderung. Ihr erinnert euch an die Entlastungszüge. 10 Minuten vor dem richtigen Zug fuhr ein anderer, damit der andere eigentlich nicht als Nebenplatz. Das war wunderbar. Ne? Also wirklich ein riesiges Gefahr in den Tagen vor Weihnachten. Und da dachte ich dann in meiner manchmal so etwas trotzigen Weise, die Schraube noch ein bisschen weiter drehen, es fehlt nur noch, dass die Toten sich zu ihren Lebenden aufmachen. Dann ist es komplett. Dieses Streben zueinander. Ne? Und dafür lebt das Gedicht. Honigmutter. Zwei Zeiler. Weihnacht kommt zu uns mit duftenden Flammen und ruf meine Tauben und Toten zusammen. Meinem Vater hilf vom alten Verlies, seine Knochen zusammen vom blutigen Kies. Der Mutter im Hirnschlag aufgegeben, hilf die bleiernen Decken zu heben.
dem Wichtelbruder, dem Typhus verscharrt, öffne den Hügel nach Maulwurfsart. Der Puttenschwester im blauen Schmerz kleb ein Pflaster aufs klaffende Herz. Unter der zapfenkopfigen Fichte behauche den Neffen, bauche die Nichte, erlöse den Erlanger Leib aus dem Koma, behause den Sinti, behüte die Roma, zeigt Bruder Rauch und Bruder Schall den Königsweg aus Wucherers Stall. Und Bruder Abel und Bruder Kain wiege den Juden, den Muslimen ein. Hilf dem Serben im Kroaten, begrün das Gewehr, golde den Spaten, gib ihr die Liebe aus wirrendem Hass. In Honig ertränke den schlechten Spaß. Weihnacht bleibt bei uns, das Grauen uns nicht pack. Pfeif Katze und Knüppel zurück in den Sack. Ein Weihnachtsgedicht. Ich habe es noch keinem Pastor andienen können, aber ich würde mich freuen, wenn wir in der Kirchgemeinde auch mal so ein Gedicht vorgelesen haben. So, das ist das. Das dritte ist jetzt ein Gedicht für meinen kleinen Sohn, als mein erster Sohn geboren wurde. Das war 75. Das ist etwas 3-4 Jahre später. Wir laufen die Zwickauer Straße lang. Und das ist das Alter, wo die Kinder alles machen, was Mutter und Vater tun, wird sofort nachkamen. Wenn ich mit der Zeitung gehen, Zeitungsgehen lese, hat er dann also ein Mickey Mouse Heft und liest es auch im Gehen. Ja? Und das ist ein Gedicht für ihn geschrieben, als er noch ein Baby war und noch nicht sprechen konnte. Und er spricht so zu mir auf seine Weise. So, da muss ich schnell finden, wo das ist. Einen Moment. Das muss ziemlich zeitig sein. Ich glaube, das ist nicht dafür. Er ist 75 geboren, hier sind Gedichte bis 1976. Hier ist es schon. 4x2 Zeilen. Mein kleiner Sohn. Mein kleiner Sohn spricht noch nicht, und doch spricht er. Im Kissen atmend nimmt er mich ein Verschwinden der Hand. Vater, leite mir ins Ohr, nur ich bin dein Dach. Scheint es dir eng, wächst du hinein bis ans Ende. Mein kleiner Sohn verrät noch nicht und hat ein Geheimnis. Der Name, Vater, ist nicht dein einziges Wegschild zu mir. Bürd es mir auf, und du bist freier zu bleiben. Schlägst du offene Türen, krümmst du mir das erste Haar. Ich muss nachtragen, ich hatte einen Riesenhorror vor Heirat und Ehe. Ich dachte, wenn da was schief geht, musst du vor Gericht dreckige Wäsche waschen, der andere die Schuld zu schieben. Ein Riesenhorror hatte ich davon. Und mein Vater tat das Dümmste, er fragte in Abständen, wann gedenkst du zu heiraten, als ich meine erste Freundin hatte. Die Frage hat das immer mindestens ein Jahr hinausgeschoben. Es dauerte bis zu meinem 36. Aber als er geboren wurde, da war ich 29, 7 Jahre, hat mein Vater das Falsche gefragt. So, und dann aber die Namensfrage hat mir die Energie gegeben, den zweiten guten Grund etwas zu tun. Ich brauche für vieles den zweiten guten Grund. Der erste reicht selten. Und der war, wenn er als Schüler den Namen wechseln würde, wäre er blöd. Ne? Gibt sofort Hänselei. Der Schulze heißt jetzt Petras. Das wollte ich immer sparen, da habe ich eine Woche vor seinem Schulanfang geheiratet. Der zweite gute Grund. So funktioniere ich. So, und dann war es gar nicht schlimm. Das verheiratet sein war für mich ein langsamer Weg in das Normale, vor dem ich mich gefürchtet hatte. So kann es gehen. Spätentwickler, ne? Wie ich schon gesagt habe. So, das war das. Jetzt haben wir nicht mehr viel. Kommen wir noch? Ja, noch. Ja, noch drei Gedichte. Genau. So, erstmal kommt jetzt Laufpass. Mit 33 habe ich als studierter Psychologe, aber Verlagslektor, meine einzige Arbeitsstelle verloren. 1979 mit 33 Jahren. Ich wollte natürlich bis 40 durchhalten und dann freiberuflich werden. Ich wurde täglich gedemütigt bei einem dummen Chef. Das ist schwer auszuhalten. Ja, mein Arbeitsbeginn war 8.10 Uhr. Ja, wenn man 8.20 Uhr kam, wurde ich sofort zusammengeschissen. Der Tag war doch lang, man kann noch 10 Minuten rausholen. Ja, ich dachte, das will ich nicht länger als 40. Mit 40 muss ich endgültig erwachsen sein. Das habe ich mir geschworen. Irgendwann muss die Grenze sein, dass ich nicht mehr gedemütigt werden darf. Aber es war die Nachwehen der Biermann-Ausbürgerung. Da wurde ich mit 33 entlassen, mit dem salomonischen Satz: Werter Kollege Petras,
nichts gegen Ihre Begeisterung für die Poesie, die haben wir sehr gut wahrgenommen, wissen wir zu schätzen. Aber in den Zeiten des sich zuspitzenden Klassenkampferlassen bei dir ab, bieten Sie nicht die ausreichende Gewähr zur kommunistischen Erziehung der jungen Generation. Ich war kein Konterrevolutionär, aber ich war aber auch kein Parteigänger. Das Menschliche schien mir das Wichtigste. Ne? So, es reichte keine Entlassung, es war fristlos. Ich sollte am nächsten Tag nicht mehr kommen. Und da habe ich gesagt, das geht nicht, ich brauche einen Monat, um meinen Schreibtisch aufzuräumen. Das war Bedingung 1. Und dann habe ich mir gesagt, der das politisch gedreht hat, der hilft dir niemand. Zu spät zur Arbeit, sofort hätte die Gewerkschaft gesagt, jeder verdient eine zweite Chance. Aber wenn es politisch war, war es eine heiße Kartoffel, der hilft dir keiner. Ich wollte keinen Kohlhaaskampf anfangen und verlieren. Noch mal eine Demütigung, dann wäre ich vielleicht auch in den Westen gegangen, was ich nie wollte. Also habe ich mir das erspart und lieber ausgehandelt, eine Arbeit noch bis Jahresende weiterführen zu dürfen, ohne dass man mir reinredet, wo sie halt helfen. Das Jahr 19, war Februar 1979 bis Dezember habe ich tatsächlich dann das unangefochten machen können, obwohl ich ein Risiko war, durch die falsche Auswahl, ne, der Autoren. So, erst dazu, es kommt also jetzt das Gedicht Laufpass, geschrieben 2 Jahre nach der Entlassung, aber das ist eine wichtige Lebenserfahrung, die ihr sicher bestätigen könnt. Wenn einem etwas Schweres zugefügt wird, es tut lange weh. Aber man muss irgendwann versuchen, die Heiterkeit zurückzugewinnen, dass das Unrecht eigentlich die ganze Leber zerfrisst oder man nicht aufgefressen wird von der ohnmächtigen Wut. Ne? Und darum sind solche Gedichte wichtig, wo man dann anfängt, selber anfängt, über sein Schicksal ein bisschen zu lächeln oder es locker ein wenig von oben herab zu betrachten. Das ist mit dem Gedicht Laufpass gelungen. Das habe ich geschrieben an einem Morgen nach einer Lesung irgendwo an der Küste. Da habe ich übernachtet in einem Dorf, in einem Studentenhochhaus. Und morgens wachte ich auf, da war ich um die 35 und wollte nicht schwerer als 80 Kilo werden, bin immer durch, wie ein Besenkter durch die Wälder gerannt, die 79 Kilo, also wiege ich runter, das geht auch. So, ne? So. Und dann habe ich, statt aufzustehen und zu laufen, im Bett 2 Laufgedichte geschrieben. So, eins lese ich vor, den Laufpass. So, da habe ich gleich. So. Laufpass. Sessel haben mir den Laufpass gegeben. Nun buhl ich ungestuhlt durchs Leben. Unbestallt und ungeschirrt der Nase nach, die niemals irrt. Durch Rübenfeld und Gülleflur, die Fülle aller Kunstnatur. Artist auf freier Wanderschaft, mehr als das Ziel gibt Spiel mit Kraft. Ich komme an, wo keiner wartet. Kunst ist das und nicht entartet. Nirgends mache ich lange Halt, wer rastet, rostet und wird kalt. Scheine ich einem Zaunpfahl fremd, zeige ich den Laufpass mein Dokument. Im Fremden erschlafe ich mir neue Kraft, fruchtlos sog ich vom eigenen Saft. Dünkt es dem Süden, ich käme auf den Hund, schwenke ich nach Norden, schnauf mich gesund. Auch endlich nicht als Hasen zwischen Igeln. Köstlich steht mein Bett zwischen Spiegeln. Die Wiedergewinnung der Heiterkeit. So, jetzt haben wir noch 2. Die Schwelle, als Ossi plötzlich im Westen aufzuwachen. Ich bin ja, habe nie mit dem Gedanken gespielt, im Westen zu gehen. Wir haben uns Ostpreußen oder nach, war Sachsen schon westlich genug, nur nicht noch weiter. Man möchte da wieder mit Wurzeln irgendwo dazugehören. Ne? Da war ich ziemlich immun dagegen. Und mit Franz Hümann hat mir auch mal gepredigt, Schriftsteller und Ärzte und Pastoren sollten nie in den Westen gehen, die werden gebraucht für die Seelen. Ne? So. Und das habe ich mir zu eigen gemacht und habe mich auch hab's ausgehalten. Ich habe immer gesagt, wer in den Westen geht, löst nur sein Problem. Aber ich war doch auch fürs Gemeinwohl irgendwie ein Stückchen geprägt dazu. Ich wollte, dass es allen besser geht. Wenn ich abhaue, trage ich dazu gar nichts bei. Ne? Man kann ja als Autor so ein bisschen Tröster sein oder ein bisschen spotten, die Tabus ein bisschen lächerlich machen. Es gab Möglichkeiten, das Wohlfühlen ein bisschen zu bestärken, das mögliche Wohlfühlen. Ne? So, das ist jetzt das, ja. Und jetzt kommt ein Gedicht. 10 Jahre nach der Wende wurde ich angerufen, ein Anruf aus Italien, Südtirol.
sehr geehrter Herr Pietras, wir wollen eine Tagung machen, die Wende in der deutschen Lyrik. Möchten Sie da kommen? Trento, Südtirol. Man sagte sofort, ja, man wartet doch ewig mal, wo gerufen zu werden. Dann legt man das Telefon auf, kratzt sich am Kopf und meint, Mensch, du hast doch fast nicht über die Wende geschrieben, wie soll das gut gehen? Größte Verlegenheit, wie damals mit dem Weihnachtsgedicht, ne? Weihnacht einmal anders. Und da ist dieses Gedicht Halbzeit geschrieben, meine gesamte Erfahrung 10 Jahre nach der Wende. Das ist schön geworden, aber ich verdanke das, diesen Anruf, meiner Hochstapelei und dann diesem, der Stress, der mir das diktiert hat. Das ist ein schönes, wieder ein heiteres Gedicht. Halbzeit heißt das. Denn ich dachte so, an der Wende war ich 43, bin ich Ossi, in nochmal 43 Jahren unter Westbedingungen kann ich dann eine ausgewogene Identität haben. Und erst wenn ich 87 bin, kann ich mich leicht wessihaft fühlen. Wenn ich 51% im Westen war. So, das sind so herrliche Milch oder Milchbartrechnungen. So, aber hört mal zu, was die Verlegenheit mir doch geschenkt hat. Ich liebe die Verlegenheitsgedichte sehr. Die hätte es nicht gegeben, ohne dass jemand mich verlegen gemacht hätte. Halbzeit. Da bin ich mit allen Wassern gewaschen. Kommunarde ohne Kommune. Revoluzzer ohne Reich. Die Hände in den Hamstertaschen. Regen spült mir die Saumseele weich. Sonne wärmt mir den Nackenschlagbuckel. Ich fahre hin im Trabi-Trab. Noch lass ich nicht vom Honigduckel. Spar ich auf kein Rheingrab. Verglichen meinen rheinischen Brüdern hab ich mehr Schwärze unterm Nagel und Staub auf holzgedruckten Büchern, mein Adelspatent ein Ochsenzagel. Auch habe ich keine lippische Braut, obwohl mir's in den Fingern juckte, doch sind sie so verkistet gebaut, dass ich mich rolle rückwärts verdruckste. Ich bin das Volk und fahr seinen Wagen. Den hat schon Vater dem Führer bezahlt. Die Probefahrt ging in den Schützengraben, so hat er nie auf dem Dorfplatz geprahlt. Ich sitze in Frieden, ein Ladenhüter, und meine Canossa-Aktien fallen in den Bilanzenkeller. Die Pokergemüter haben längst anderes in Online-Krallen. Meine Verfallszeit ist noch nicht ran. Bäuchlings gelingt mir das Expandieren. Was ist mit Suppe und Selters getan gegen Grappa und Grande Biere? Der Westen will gefressen sein, schrieb ein entwichener Schachfreund. Wir Lemminge folgten hinterdrein, da war es nicht halb so gemeint. Da bin ich mit allen Himmeln gewaschen, Landreben spült mir den Schalkschädel weich. Die Löcher wachsen in den Taschen. Ich singe, also bin ich reich. Und das vorletzte, jetzt noch eins. Meines gegenwärtigen Lebens, ein Gedicht vom Jahre 2007 so ungefähr. Obwohl ich mich vor Westfrauen fürchtete, weil ich sie nicht kannte und die wirklich anders sozialisiert sind, ich dachte, das kann immer nur schief gehen, habe ich 2007 in Straßburg eine Westfrau kennengelernt, aber eine Dolmetscherin, und die ist mit 18 schon nach Frankreich abgehauen. Die hat also nicht die typische Wessi-Prägung, sondern wird durch Franzosen sozialisiert, die kocht Französisch, was ich gar nicht mag. Aber der soziale Umgang ist anders. Irgendwie anders, ein Ossi leichter erträglich. So, und das will ich zum Schluss noch lesen. Wir lernten uns da kennen, sie war Dolmetscherin. Ich hätte mir das beinahe verscherzt, weil bei der Sächsischen Akademie waren wir da zu einer Tagung. Das Idiom der Freiheit, nicht die Sprache, das Idiom der Freiheit, hat ein bisschen verfremdet, dass sie diese nach Freiheit klingt, aber die Sprache feiner hingeschaut oder die Freiheit. Jeder wächst auf und wird zurückgepfiffen. Pfui-Wort, das sagt man nicht. Wenn wir aufwachsen, in unserer eigenen Sprache, sehr viel gegängelt. Das sagt nicht, das ist ein feines Wort, das ist ein schlechtes Wort. So, das war das eine. Also Gesprächsthema 1, die verknotete Zunge. Wie schwer es ist, eine eigene Sprache zu finden. Oder ständiger pädagogischer Einflussnahme. Und das andere war dann der entfesselte Strom,
diese glücklichen Tage, da wendeten auf einmal die großen Demonstrationen, waren mit den frechsten Temperamenten, Grenz zu Tisch, Stasi in der Produktion, war das nicht herrlich, aber das hat uns höchstens ein paar Wochen beflügelt, da war es wieder vorbei. Ne? So, und das habe ich angestiftet, und nur mit französischen Kollegen brauchten wir ja Dolmetscher. Die wenigsten können, die wenigsten Deutsch kennen Französisch, die wenigsten französischen Autoren kennen Deutsch. So, und da hat ein Pariser Freund korrespondiert, das Mitglied der Sächsischen Akademie, gesagt, Richard, ich empfehle dir Gabriele Bennemann. Wo kommt die Idee her aus Paris? Da habe ich gleich gesagt, das geht nicht. Gibt es in Straßburg keine Dolmetscherinnen? Ich dachte an Hotel, an Fahrkosten. Wir waren da bekirchtbar aus Akademie, wir hatten gar nicht viel Geld. Wir können da keine Dolmetscher aus Paris kommen wollen. Da hat er nochmal Richard, hör auf mich, dies besonders. Und dann kam sie, wir haben tatsächlich gleich am ersten Tag verliebt, obwohl ich eigentlich sie fernhalten wollte. Das ist eine schöne Ironie. Ne? So, da will ich das zum Schluss vorlesen. Sie ist da zu sehen auf einem, ich mache ja keinen Personenkult, beim einzigen Bild kommt sie vor. Ne? So, aber immerhin halten das aus, bin da seit 12 Jahren. Und wenn man 60 plus ist, geht das. Mit jungen Leuten ist eine Katastrophe, sich jeden Monat nur ein paar Tage zu sehen. Mit 60 plus geht das schon. Ne? Aber wir haben es geschafft, 12 Jahre jeden Monat zu sehen, außer dieses Jahr durch die Ausstellung hat es nicht ganz geklappt. Entweder, dass ich hingeflogen bin oder sie her oder an dritten Orten, wo einer von beiden zu tun hatte. Wir haben ein geografisches Dreiecksverhältnis. Berlin, Paris, dritte Orte. Dritte Orte ist am interessantesten, weil das immer was Neues ist. Sie kommt gerne nach Ostdeutschland. Ich bin auch mit nach Marseille oder an Loire gefahren. So. Und das Gedicht ist ein Gedicht vom Zueinanderstreben. Ne? Und das wird der Schluss sein. Ich denke, dass auch für uns mancher Spagat lebt. Und das ist nicht die schlechteste Liebe, wenn man nicht zu jung ist. Ne? Der Moment. Ja, ich gleich habe es. So. Ein sehr gutes Zeitgefühl. Eine Minute vor 4 Jahren. Aber rein als Ding, ich habe das nicht geprobt. Ich habe gesehen, bis zum letzten Moment habe ich das Zeichen eingelegt, damit ich die über Loyo die Seite finde. So, Sturzflug. Die Tage, die wir verbrennen, rücken einander nach. Die Stunden, die wir verrennen, was im Schlaf geschah. Wege liegen im Weg. Schwarz steht die Wolkenwand. Und doch kommst, gelocktes Schäfchen, über den Himmel geflammt. Der wetzt sein blaues Messer. Du fällst in meinen Kuss, der Asche schmeckt. Und Apfel.